William hat vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schießpulver und Eisen? Die Geister führen uns, wie wir es immer taten. Haben sie uns nicht hergeführt? Ja, auf dass wir den großen Betrüger entlarven. Das ist ein Fehler, wir sollen unterzeichnen. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwix? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayawas ne yahte hagum sare, am dahya ayun neskana zizagum hajje.